Und damit ein Willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem tatsächlich mal neuen Spiel hier, nicht mehr die alten Schinken hier. Zuletzt noch das Prey von 2006 gemacht, jetzt das Prey von 2017. Es heißt, blöderweise genauso, man hätte wenigstens eine 2 daran hängen können. Ich meine, eigentlich sollte es mal ein Prey 2 geben, oder zumindest eine Fortsetzung zu dem Prey von 2006, aber ich glaube, da gab es irgendwelche Schwierigkeiten und das ist jetzt quasi zumindest vom Namen her ein Reboot. Ob es inhaltlich ein Reboot ist, ich weiß es nicht. Kein, was ich immer. Es hat ein bisschen andere Ansätze wie der alte Teil damals, was ich zumindest gesehen habe bisher. Ich hoffe trotzdem auf einen Shooter, der auch ein paar intelligente Vorgehensweisen, ein paar intelligente Rätsel hat. Und soweit ich das gehört habe und gesehen habe, scheint es auch der Fall zu sein, dass es halt nicht nur einfach wild ums Ballern geht, sondern auch ein bisschen Umgebung angucken, dass man schaut, dass man da welche Sachen genau beobachtet, dass man da guckt, dass man vielleicht verschiedene Wege gehen kann, dass man verschiedene interessante Waffen und Mechaniken im Spiel hat vielleicht, dass es nicht einfach nur 0815 Standardgeballer ist. Und bin ich mal sehr gespannt, bin ich tatsächlich gespannt, habe ich mich jetzt schon länger darauf vorgefreut. Hypen lassen habe ich mich jetzt nicht, aber ich habe zumindest mir gedacht, ey, das will ich gerne spielen. Und deswegen mache ich das jetzt. Fangen wir einfach mal an, neues Spiel. Ich habe genau noch gar nicht reingeschaut, selber hier. Ich kenne nur ein paar Sachen aus Videos, aber das ist auch sehr begrenzt gehalten. Ich wollte mich halt nicht spoilern lassen. So, machen wir einen neuen Platz hier. Machen wir auf, normal oder schwer? Setzt deine Verstand, Waffe und Fähigkeiten ein, um zu überleben. Okay, also zwei von den Sachen habe ich schon mal. Verstand fällt leider raus. Dein Verstand ist das Einzige, was dich im Leben halten wird. Ja. machen wir es auf schwer? Ich mache das mal auf schwer. Soll ja auch interessant sein. So. Ich bin sehr gespannt. An sich, sieht ganz schick aus, aber wahrscheinlich würde ich dann doch eher ihn nehmen. Ich weiß nicht, ob es spielerisch Unterschiede macht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nur, sobald man in den Spiegel schaut, ist das entscheidend, oder? Ich wähle mal ihn. Einfach aus Prinzip, weil ich halt ein Typ bin und, naja. Wenn das hier RPG wäre, dann würde ich wahrscheinlich eine Frau wählen, aber so ist doch ein bisschen sinnvoller. Beliebige Taste drücken, das kann ich. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Das ist ja die Zukunft. Okay, dass man in einer normalen Wohnung startet, hat man schon damals, glaube ich, im ersten Teaser-Trailer auf der E3 gesehen. Was nicht verkehrt ist. Vorbestellerbonus. Danke, dass du Prey vorbestellt hast. Ja, okay. Ich habe den Key übrigens bekommen, ne? Also von daher, es ist zwar kein bezahltes Zeug hier, aber ich habe den Key zumindest zugeschustert bekommen von meinem Netzwerk. Deswegen, da jetzt nochmal herzlichen Dank. Deine Vorbestellerboni findest du in einer speziellen Behälter in Morgans Büro. Das scheint irgendeine andere Waffe zu sein. So. Schauen wir mal. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Wir sind ja auf der Erde. Nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Alte Zeiten, ich weiß ja nicht. Klar, Moment, ich muss mal ganz kurz noch was umstellen hier. So, kann weitergehen. Jetzt sollte das Bild ein bisschen fluffiger und flüssiger sein. Ich habe auch nochmal die Mausgeschwindigkeit ein bisschen umgestellt. Den Anzug müssen wir haben hier. Ein Transstar-Uniform. Wir haben sogar einen Körper beim Socken an. Ui. Aha, aha. Und wir haben sehr unruhige Beine. Ich gehe mal nach draußen, ne? Tür klemmt. Na toll. Na toll. Na, herzlichen Dank auch. Oh, ein Gamepad. Oh. Spielständig gefallen zu haben. Okay. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Auszug aus Kapitel 1 des Buches Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen von Dr. Stuart Penrose. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von Erfahrung, mein Innenleben, wissenschaftlich erklärt werden? Entsteht Bewusstsein aus den komplexen Berechnungen von Neuronen im Gehirn? Oder handelt es sich um eine fundamentale und unveränderliche Eigenschaft, die Teil der Substanz des Universums ist? Ich habe keinen, was ist schon mal... hier kann man anscheinend verschiedene Sachen lesen hier.
Das ist ganz schön gut. Das sind alles verschiedene Bücher, okay. Im Zuge des Fermi-Problems. Aha, aha. Will ich das alles lesen? Also, alles sicherlich nicht. Zumindest einige Sachen. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt. Viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellare Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heutigen vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? Das sind immer so diese Fragen, ne? Von wegen, gibt es anderes Leben? Gibt es Leben außerhalb der Erde? Und wenn ja, entweder erkennen wir das überhaupt oder würden die zu uns selber hinkommen? Das sind immer so gefühlt die Fragen, die immer wieder auftauchen, ob es da draußen was gibt. Und man kann es im Moment nicht beantworten. Der erste Tag. Ich hab was geschafft. Uiuiui. Ich bin mal gespannt, wie schwer dann wirklich schwer ist. Ich guck mal kurz, ob man das umstellen kann. Ob man das hier umstellen kann. Gameplay. Schwer. Okay, man kann es umstellen. Fantastisch, das ist gut. Nicht, dass ich dann irgendwann tatsächlich mal weinend in der Ecke sitze, weil ich nicht mehr vorankomme. Was natürlich sofort passieren wird. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, angesichts Alex Hughes Überzeugung, jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst? Vielleicht. Aber mich? Nein. Alex lehnt in seinem Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Okay. Was ist denn hier? Das ist, Kings and Way Sekt. Notiz. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Dankeschön. Ja, aha. Aha. Ich habe jetzt leider die vertikale Synchronisation anstellen müssen, damit OBS ordentlich funktioniert hiermit. Deswegen, falls ich nachher beim Schießen vielleicht sehr schlecht zielen sollte, dann liegt es daran, um schon mal eine Ausrede gehabt zu haben hier. Okay, ich habe ein Inventar. Okay. Inventar habe ich, wenn ich auf I drücke. Okay, ich kann das trinken. Eine Flasche Sekt, die von der Erde zur Talos 1 gebracht wurde. Stellt einen Gesundheit wieder her. Heilt Furcht. Ja, ich habe auch keine Furcht mehr, wenn ich ordentlich einen drin habe. Okay. Okay, Kühlschrank. Eine Dose erfrischender, kalter, grüner Tee von Transtar Kitchens. Hier, gib her den Quatsch. Ist das zwar nicht mehr kalt, aber was soll's. Aber interessant, das gab es beim Vorgänger auf jeden Fall nicht, dass man hier ein Inventarkrams hat. Oh, Entschuldigung. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie intensiv das quasi benutzt wird. Im Herzen eines... Was? Im Herzen eines Fox. Das interessiert mich. Es hat was mit Essen zu tun. Das Zubereiten eines Gerichts mithilfe des Vox ist eine ehrfurchtgebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Jede einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält die Erinnerung an ein Gericht fest, welches in der Stahlschüssel des Vox zu gaumenfreundlicher Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerhall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterliche Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Heißt letztendlich, da hat jemand seine Pfanne nicht ordentlich sauber gemacht. Ne, wenn da die vergangenen Gerichte da noch immer Geschmack drauf einwirken, dann ist das nicht so unbedingt so der Fall, was man unbedingt haben möchte. So, mal gucken, wie lange ich hier drin hängen bleibe. In dieser Bude. Aha. Das geht auch, das aber. Das sieht eher aus, als ob man da. Das sieht nicht wie eine Spülung aus, das sieht nach Miniaturzeitreisen aus, so ein bisschen, ne? So vom Effekt, das sind diese typischen Tunnel, wenn man da irgendeinen Warp-Sprung macht. Ich weiß nicht, ich möchte nicht wissen, wo das Zeug denn hingewarpt wird. Ah. Also. Da hat jemand gut gefaltet. Achso, die sind zusammengeschnürt. Schön. Oh, welche wähle ich denn? Die hat was Peppiges, ne? Peppig, aber nicht unbedingt schön. Okay, ich mach mal hier stromsparend. Dann gehen wir halt mal. Ich könnte hier sicherlich noch ein paar Sachen machen. Plastikschlauch. Ich kann den mitnehmen. Ich kann das mitnehmen. Ich kann das nicht mitnehmen. Kabel. Aha. Oh. Morgen-Du-Passwort-Paradox. Cool, dass man hier auch wieder dann auf dem... da drauf rumtipsen kann. Ich glaube, es ist die CryEngine stand dabei. Paradox.
Das ist wahnsinnig aufgelöst. Das ist gut aufgelöst. Was ist das jetzt hier? Achso, das ist das Waffenauswahlmenü. Das gefällt mir. Das ist sehr detailreich, das Spiel bisher. Jetzt nicht zu übertrieben mit Shadern vollgeknüppelt, aber bisher sieht es doch sehr schick aus. Guten Tag. Hallo. Hier ist ein Aquarium? Warum das denn? Hallo. Selbst der Fisch ist hübsch. Diese Spiele heutzutage ist ja furchtbar. Ich meine, schön. Guten Morgen, Mr. Yu. Ja, hallo. Na, Patricia. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Was? Ach, dann kann ich Sie mitnehmen vielleicht. Hallo? Ah, ja, wir haben einen Date. Hotter Fummel und so. Helikopter. Ich hätte mich in der... Wahrscheinlich würde ich es nicht aufnehmen, hätte ich da mich in dem Anfangsbereich ein bisschen mehr umgesehen noch. Dach, meine Etage. Okay, das erkennt mich direkt und sagt und macht mir Vorschläge, wo ich hin kann. Auch interessant. Habe ich jetzt auch selten in Fahrstühlen gesehen, dass man quasi nicht einfach nur eine Leiste mit den ganzen Knöpfen hat, sondern dass man da direkt einen Bildschirm hat, der interaktiv auf einen selber reagiert. Blöd ist nur, wenn da mehrere Leute mitfahren. Das ist tendenziell blöd. Also detailreich ist es ja schon, ne? Ich muss mir gerade ein bisschen das Spiel angucken. Doch, grafisch. Erinnert gerade ein bisschen an wo man über die Dächer rennt. Mirror's Edge. Von der Klarheit, von den Farben auch. Aber schauen wir mal, was hier so passiert. Ich steig mal ein. Möge die Reise beginnen. Das ist aber geräumig. Meine Herren. Wir sind noch nur im Jahr 2030. Machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Und Bethesda das Ganze. Finde ich schön, wie sie das hier reingebaut haben. Den Teil kenne ich sogar schon, dass man hier lang fliegt. Dass hier quasi die Credits schon mal ein bisschen, oder die Pre-Roll-Credits schon mal so angezeigt werden. Finde ich eine nette Idee. Tja, hübsch. Blick auf die Bucht. Arcane Studios Production. Ich würde als Autofahrer ein bisschen aufpassen, ne? Auf der Brücke jetzt. Hätte ich mal behauptet. Ja, ich bin mir sehr gespannt auf das Spiel bisher. Das, was ich bisher gesehen habe, ich nehme das jetzt einen Tag. Oder ich nehme es am Tag des Releases auf. Bisher waren die Bewertungen doch ziemlich ordentlich. Also sah gut aus. Die Meinung, die ich dazu gehört habe, war noch sehr schön. Oder waren zumindest nicht enttäuschend. Das ist schon mal sehr viel gewonnen. Hooray. Das ist schon mal gut. Oh, das ist weg. Die Schrift ist weg. Aliens. Geister. Magie. Hey. Ah ne, Prey. Schöne Sonneneffekte hier. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Das ist auch weg. Hallo? Wie passt da überhaupt noch ein Mensch rein, der das eventuell steuert? Ist das wirklich... Muss aber gut, das ist aber einigermaßen knapp. Na gut. Wir gehen mal da rein. Okay, das ist die Leiste, wenn man sprintet. Okay, alles klar. Mit Shift so ganz klassisch. Transtar. Hallo, Dr. Yun. Hi. Aus aber... Sieht komisch aus. Sieht aus, als ob der eine Billardkugel irgendwie transportieren würde. Ist da was? Nee, ne? Hi. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Das ist aber süß. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Transtar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mondsystems zählt. Mhm. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ja, ich auch. Ich auf jeden Fall auch. Ich spiele auf schwer. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Alle unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Natürlich. Der Aufzug wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Okay. Wenn noch was Spannendes, das sind nicht wir. Noch Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Oh, woher weiß sie das? Oh,
Schön. Das wäre doch gut. Ich weiß nicht, ob ich sowas zu Hause rumfliegen haben wollte, aber so als Assistent bei sowas nicht verkehrt, ne? Morgen, Yu. Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Aber das ist eine interessante Variante, wie man jetzt hier versucht, quasi die technische Zukunft ein bisschen, ja, was heißt vorherzusagen, aber eine mögliche Vision zu geben, von wegen, dass man immer überall erkannt wird. Das ist nicht uninteressant. Ich weiß aber nicht, ob ich das haben wollte. Gerade wenn man an Stellen noch nie irgendwo gewesen ist. Oder dass man sich dann irgendwo neu erstmal registrieren muss, wenn man irgendwie in einem neuen Gebäude zu Gast ist. Morgen. Endlich. Mal gucken. Hey. Hi. Diese Trendstar-Uniform steht dir richtig gut. Yo. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich. Aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Hey. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Okay. Was mir schon mal gefällt, ist, dass das Spiel nicht typisch Battlefield und Call of Duty mäßig direkt mit Action beginnt, sondern erstmal diese langsame Atmosphäre aufbaut, die man auch aus Half-Life zum Beispiel kennt oder aus dem ersten Prey auch. Dass man erstmal eine gemütliche Atmosphäre hat und erstmal Stimmung aufbaut, erstmal ein Gefühl für das ganze Ambiente kriegt. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Erwartet, Sir. Ja. Ne, dass man halt nicht direkt mit Vollschwung direkt ins Gefecht kommt, sondern halt erstmal ein bisschen sich mit sich selber identifizieren kann, sich mit anderen Leuten identifizieren kann, vorbereitet wird, wo man eigentlich sein wird. Sowas halt. Das finde ich ganz cool. Oder finde ich doch sehr nett. Ist halt ein bisschen oldschool-lastiger, aber finde ich immer noch einen schönen Ansatz. Ausdruck Architekten der neurologischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen ein wenig... Achso. Ja. So viel dazu. Das sieht aber nicht sehr bequem aus. Sieht aus wie so ein Miniaturstrandkorb hier. Ich weiß nicht, ob die... Ist das mit Absicht, dass sie da kurzzeitig immer mal schwammig sind? Ja, ne? Ich hoffe mal. Hallo. Schön, hier ein riesiger Raum, ein Knopf. Was Guten macht Morgen, man? Morgen. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Na klar. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Kann ich nicht mehr drücken. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ah! Okay, das ist jetzt, um nicht mit der Steuerung hier anzufreuen. Ist auch schön. Das Tutorial quasi, als Teil der Geschichte passieren. Wunderbar. Das finde ich auch immer schön. Sie machen das großartig. Yay. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Dafür gibt es einen ganzen Raum hier? Ich glaube, es geht los. Aha. Erotisch. Schöner Stuhl. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Oh. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wie soll ich mich denn hier verstecken? Morgen. Wir können Sie dort sehen. Och, Manno. Will ich mich veräppeln oder was? Ja, ich. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Ich glaube, ich hätte den Stuhl nicht bewegen dürfen. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Jetzt veräppeln die mich hier auch noch, hallo? Toll, ich kann das überhaupt nicht schaffen hier. Das finde ich lustig. Das finde ich schön. Hätte man sich da verstecken können, mal ganz ehrlich. Mal so gefragt. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken.
Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist doch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ich finde es lustig bisher, muss ich sagen. Ich finde es schön. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht, aber das macht es interessanter. Ein bisschen. War doch alles richtig bisher, oder? Ich mag die Bildschirme hier. Ich fand das damals bei Doom 3 schon super. Ist jetzt eine komplett andere Engine, aber dass man hier auf dem Bildschirm dann herumtipsen kann, finde ich gut. Danke. Das finde ich schön. Morgan, setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Hey. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Na gut. Start? Also man muss nicht mausklicken, sondern man muss F'en. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Ja. Sie planen Ihren Urlaub, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues an einen vertrauten Ort, etwas Neues probieren. An sich, machen wir was Neues. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Yay. Ist letztendlich, glaube ich, ziemlich egal. Es geht darum, dass man versteht, wie man diese Bildschirme bedient. Sie wurden für ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Hunger? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Das ist schön. So. Oh, nicht einfach. Das stimmt. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an der anderen Seite ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis. Ist halt die Sache, ne? Entweder einer oder 5. Ich würde das Gleis wechseln, natürlich. Wenn da 5 Menschen sind, die Matsche sind, oder ein Mensch, der Matsche ist, machen wir es wechseln. Gut, weiter. Ein führerloser. Achso, das kenne ich sogar als Fragenkatalog quasi. Mehrere Fragen nacheinander. Ein führerloser Zug fährt auf Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Die Sache ist die: Woher soll man das wissen, wenn man am Bahngleis steht? Woher soll man das wissen, dass der Zug durch den dickleibigen Mann verlangsamt wird? Soweit, dass man die 5 retten kann. Wenn man so drüber nachdenkt, würde ich natürlich den Mann da reinstoßen. Aber würde ich. Sobald ich den Mann stoße, bin ich aktiv Täter. Wenn ich einfach nur nichts tue, dann ist der Zug schuld. Denn ich fahre ja nicht den Zug. Ne, mal so gesehen. Das ist halt das Problem dabei. Logisch betrachtet würde das hier wahrscheinlich Sinn ergeben, weil dadurch 5 Menschenleben gerettet werden und eins halt nicht. Beziehungsweise 4 Menschen mehr leben als bei dem anderen. Aber ja, das sind halt diese Fragen. Ich glaube, das ist nicht, dass das viel Auswirkung hat. Ich würde vermutlich, wahrscheinlich intuitiv würde ich wahrscheinlich nichts tun. Fast geschafft. Yay. Ja, wie gesagt, war klar, dass noch eine Frage kommt. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Doch das würde ihren Tod bedeuten. Achso, ich kann ja respawnen oder neu laden. Auf Gleissprung, den dickleibigen Mann stoßen, nichts tun. In dem Fall sind die meisten, glaube ich, egoistisch, oder? Ich mach nichts. Interessant. Ich mag diese Fragen, aber das sind Fragen, bei denen man zu keinem Sehr Ergebnis gut. kommt, kein richtiges. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Das ist ja ungesund. Uah! Bin ich tot? Nein. Und ich habe auf schwer gestellt. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay,